Einen wunderschönen guten Morgen im Gegenlicht, noch im Schatten der Gebirgskämme. Wir sind auf dem Weg nach San Begridia und dann natürlich später zum Rockhoch über das Cruz Grande. Ja, wir sind schon jetzt über den Wolken. Und mein Schatzi, wie fühlst du dich? Ja, geht. Gemischt? Ja. Der Fahrstil. So ist es. Kann man nicht ändern. So, da sind wir über den Wolken. Und da sieht man dann auch schon die ersten Sonnenstrahlen. Segers Fahrstil ist mal wieder überragend, der liebe Leitl Kerbegest. Und auf was hast du gerade eine Aussicht? Das kann ich jetzt nicht sagen, ihr könnt ja mal rumschwenken. Nein, auf Kamele, die Aare stinken. Wir sind im Hochland unterwegs, von kurz vor San Bartolomé. Also, wir sind am Cruz Grande. Und? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Mit Würmern tust du hier schwer. Ja, das Auto macht Geräusche, weil der Herr hat heiß gefahren. Wer genauso groß ist wie dein Kopf? Ja. Also gut. Noch sind wir fast allein. Schon etwas außer Puste. Jo. Aber trotzdem, schöne Aussicht, herrliches Wetter. Weiter geht's. Und Schatzi, also Puste? Ein bisschen. So, gut. Ja, es gibt gar keine andere Möglichkeit mehr. Die Kamera kann man gar nicht so weit weg tun. Man muss es schon senkrecht nehmen. Und trotzdem passt er mit seinen 67 Meter nicht hoch, nicht komplett drauf. Und ja, beeindruckend. Es wird schon ordentlich warm, wir sind ja genau richtig angezogen. Deshalb gehen wir jetzt auch langsam wieder runter, weil es wird schon zu warm. Wir müssten schon festhalten, damit er nicht umkippt. Und Schatzi, beim Klettern? Beim Klettern und Kraxeln und das bei herrlichem Sonnenschein. Ich hätte gerade nichts ein. Welcome to the Hole TV. Das Ding besteht ja aus Basalt und zwischendrin ist eine Schicht Sandstein. Irgendwann würde er mal umkippen. Ja, das ist total weiches Sediment. Kannst du eine Hand zerbröseln. Ja, hoffentlich kippt er jetzt nicht um. Blöde Tauben. Thank you.
Nein, hier oben ist immer sowieso immer das schönere Wetter. Aber heute ist es schon echt heftig. Gibt noch mal Farbe. Ein bisschen. So, jetzt gehen wir den Abstieg an. Und dann fahren wir einfach mal querfeld ein und der Nase nach. Fällt dir nichts ein? Thank you.